So, willkommen zu einer neuen Folge Steampunk Mystical RP. Vorneweg, die Folge ist gescriptet und ja, wir legen los. Hier ist der Ausgang. Gucken, ob mein Geld alles noch da ist. Yep. So, dann. Da steht kein Name. Ja, der Lloyd war das, glaube ich. Der ist recht weit. So, wollen wir mal gucken, wo sind die nächsten Monster? Essen habe ich ja eigentlich genug. Was war das denn? Ui. Au. Oh. Das ist ein Kackschwert, mit dem kann ich nicht umgehen. Was entsteht hier, bitteschön? Warum bin ich auf einmal so schnell? Hm, merkwürdig. Hallo. Hallo. Ist das, wird das hier Ihr Haus? Ja. Wird es. Da regnet es aber noch rein. Ja, es wird ja auch noch mein Haus. Okay. Nee. Wo könnte ich eigentlich mein Haus bauen? Sag mal, bin ich jetzt zu blöd hier? Ja, so. Wo könnte ich denn mein Haus bauen? Auf dem Berg möchte ich das ungern machen. Das ist ein Schmetterling. Was passiert denn, wenn ich den töte? Ach komm, ey, du Inkompetenter. Wer? Sie haben das noch nicht mitbekommen, oder? Nee, hab ich noch gar nicht. Nee, er ist auch erst neu hier angekommen. Hallo? Also. Hallo? Ja. Keine Scheu. Ja, ich weiß. Wer sind Sie? Der Eik. Eik? Ja. Sie sind auch neu hier, wie ich gehört habe. Ja, ich war eigentlich auf der Durchreise und dann sind mir da so ein paar Personen entgegengekommen, haben mit mir geredet und die sind mir recht nett rübergekommen und die haben mir halt angeboten, dass ich mich hier mit niederlassen kann. In dieser wunderschönen Stadt. Werdende Stadt. Ah, okay. Ich habe jetzt gerade geguckt, wo ich eventuell mein Haus bauen könnte. Ach so, ja. Es fangen Leute anscheinend schon an, Häuser zu bauen. Ja, der Ramon baut schon. Oder fängt damit an. Ja, also da hinten, ich glaube, das wissen Sie schon. Da hinten ist ja unsere kleine Hütte, sage ich es mal so. Da ja. Haben wir zuerst eingenistet. Okay, ja, es hat sich einiges verändert, als ich geruht habe. Ja, es muss vorangehen. Das stimmt. Haben Sie sich auf irgendwas spezialisiert? Ja, für die Sicherheit erst einmal. Ach so, für die Sicherheit. Ja. Da läuft so ein komischer Jäger rum.
Die sind hier überall. Das habe ich schon mitbekommen. Wenn man die haut, dann hauen die zurück. Ja, man sollte die nicht hauen. Tobias. Na gut, ich werde erstmal schauen, wo ich mein Holz und Haus herbekomme. Ja, ich bin auch noch am Suchen. Ja, ich denke, sie finden einen Platz. Bestimmt. Also, gut. Ja, man sieht sich. Man sieht sich. Ja, wo könnte ich bauen? Oh, das ist ja so ein Monster. Hühn, aber ein Loch. Oh, noch ein Monster. Seit wann springen die Viecher? Hilfe. Ey, sowas will ich nicht haben. Wo baue ich mein Haus? Ach, da oben ist ja schon besetzt. Was ist das? Da steht ein alter Mann und da sind Monster. Da sind noch mehr Monster. Ob ich das schaffe? Autsch. Du blödes Kackvieh. Hilfe. Die sind ja lebensgefährlich. Ich brauche eindeutig besseres Essen. Aber jetzt mal ganz kurz gucken. Eine kurze Frage in die Runde. Jo. Gibt's in dieser Stadt auch einen alten Mann? Einen alten Mann? Hä? Ich habe gerade einen alten Mann gesehen an einem großen Baum und ich dachte, der gehört vielleicht mit hierher. Nein, warum? Hä? Nee. Wir haben keinen alten Mann in unserer Stadt oder so. Vielleicht ist das der Landsherr hiervon oder so. Weiß ich nicht. Wo, sagst du, wenn er sich jetzt erst... Da in der Richtung, bei so einem großen Baum. Okay. Ich kann's euch gerne mal zeigen. Oh, das wäre... ja, warte. Bereit. Ja, okay. Dann zeigen wir sonst mal diesen... Out, out. Ich geh ins Licht. Oh, oh. Ich geh ins Leben. Da drüben bei dem großen Baum steht er. Nee, der gehört definitiv nicht zu unserer Stadt. Nee. Also wo ich hier angekommen bin, war auch noch nicht so. Ist das vielleicht auch so ein Neuankömmling oder was? Ich weiß es nicht. Ich habe mir jetzt nur gesehen, als ich hier geguckt habe, wo ich mein Haus bauen könnte. Na, es kommen endlich neue Menschen in die Stadt. Nein, nicht nur Menschen, aber Menschen.
Ja, teils. Mensch, aber... Ja. Zwei. Ja, ein... Wie nennt man's? Panda und Katzenfuchs oder so. Bei ja. dem sind aber sehr viele Monster. Ja. Ach du meine. Okay. Okay. Ja, wer redet jetzt mit ihm? Ich würde sagen sie, weil sie der Erste war, Nein. der hier war. Ich möchte dafür keine Verantwortung nehmen. Ja, du hast uns gezeigt, wo die Stadt ist. Die auf. Ja, trotzdem, aber. Aber. Der guckt uns ja nicht mal an. Hallöchen. Hey du, ich habe eine Aufgabe für dich. Und welche? Wie eine Aufgabe. Ja, aber was für eine? Ah. Hey Jungspund, kannst du mir diese Dinge hier bringen? Ich gebe dir diese Liste von Dingen, die du mir bringen kannst, da ich das in meinem Alter nicht mehr schaffe. Und im Gegenzug gebe ich dir zwei Sachen, die du bestimmt gebrauchen kannst. Will der jetzt ernsthaft, dass wir Rosen pflücken? Der hat mir gerade gesagt, der gibt mir eine Liste, ich habe aber nichts bekommen. Das musst du, Hier. Sag schon, du hast so ein, Questbuch, wenn du... Ich hab's gefunden, danke. Pioni, Lilek und Rosenbusch. Müsst ihr das gleiche sammeln? Ja. Ich weiß es nicht. Wie? Also ich muss... Also ich muss Rosenbüsche und noch zwei andere Sachen. Ja, so welche... Rosenbüsche. So Lilac und... Ja. Peony. Ja, das muss ich auch. Was will der Mann damit? Keine Ahnung. Nicht. Der ist alt. Naja, wenn man kann schwer Blumen pflücken, wenn man ja kaputten Rücken hat oder so. Vielleicht braucht das aber auch fürs Grab seiner Frau. Ich denke, wir wollen nicht zu persönlich werden. Er soll sich nicht so haben. Was soll das denn heißen? Ja, ist normal, dass... Ne? Ich glaube, ich weiß es. Ja, ich weiß, was sie meinen. Aber trotzdem... Ich würde sagen, wir gehen einfach die Sachen suchen und dann werden wir ja sehen. Ja, woher bekommen wir denn jetzt die ganzen... Blumen gibt's. Wir sollen ja irgendwelche... Rosenbüsche? Ich, ja,
Gute Frage. Ich denke mal, die werden hier irgendwo in der Gegend wachsen. Ja, bestimmt. Ja. Ja, aber wo? Ja, das ist die Frage. Wo? Ich werde mich da hinter in die Richtung begeben. Okay. Ich denke mal, ich werde hier in der Umgebung suchen. Okay. Und Sie? Weiß nicht. Da? Ja. Dann sind wir ja in drei Richtungen aufgeteilt. Ja. Alles klar. Dann können wir uns ja später wieder bei dem Herrn treffen, wenn er noch da stehen sollte. Ach, stimmt. Alles klar, dann bis später. Viel Erfolg. Ja. Danke. Euch auch. So, da steht der erste NPC mit der ersten Quest. Und ich habe mit Absicht die Ecke gewählt, weil hier was ist. Das machen wir aber in der nächsten Aufgabe. Bis dahin, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye.